Yo, Freunde, was geht ab? Es ist wieder soweit. Ich habe ein Paket bekommen. Ihr könnt ja hier lesen, von wem ich das bekommen habe. Vielen, 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 vielen Dank an Doreen mal wieder, die mir wieder. Sie hat mich einfach angeschrieben, so, dass sie neue Waren bekommen hat und dass sie mir schon was zurechtgelegt hat. So. Ich meine, absolut Ehrenfrau. Dafür möchte ich auf jeden Fall wieder von jedem von euch mindestens einmal den Hashtag Ehrendoreen im Chat sehen. Und generell vielen, vielen Dank an Gate to the Games, dass die mir halt wirklich so viel ermöglichen und auch kleineren YouTubern halt quasi so die Möglichkeit geben auf eine Partnerschaft. Und ja, Link zu Gate to the Games ist definitiv, also wie immer, in der Beschreibung. Und wenn ihr was bestellen wollt, es gibt ja nicht nur Dragon Ball Super Zeug da, es gibt ja auch Yu-Gi-Oh!, Pokémon und viele, viele andere Kartenspiele. Checkt die Seite auf jeden Fall ab. Link ist in der Videobeschreibung. Und mit dem Code GermDBZ, schreibe ich auch nochmal in die Videobeschreibung, könnt ihr dann auch noch 5% auf euren Einkauf sparen. Ja, dann gucken wir doch erstmal, was wir Schönes hier in dem Paket drin haben. So, mache ich das am besten auf. Etwas größer als die Pakete, die ich sonst kriege. So. Ich mache das halt alles hier im Stehen, so. Übrigens die Spielmatte hier, ne? Die gibt es auch bei Gate to the Games. Und ich habe gesehen, ihr könnt jetzt sogar bei Gate to the Games euch eigene Spielmatten gestalten. Das heißt, ihr schickt ein Foto, was halt bestimmte Maße haben muss, weil das steht alles da. Und dann könnt ihr euch halt quasi auch eine eigene Spielmatte machen mit richtig coolen Motiven und so. Hab ich letztens durch Zufall gesehen. Also checkt auf jeden Fall die Seite ab. Die sind nämlich super cool, die Leute. Eine absolute Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Alter. Ist ja eingepackt wie ein Westpaket hier. Junge, sind hier Bananen drin? Krieg Bananen zugeschickt. Also, ja. Jetzt hier noch. Hä? Ah, jetzt. Jetzt wird ein Schuh raus. So. Machen wir mal die erste Sache raus. Da, 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 da. Ein Starterdeck. Das Starterdeck Rising Broly. Das sind jetzt nämlich die Karten zum Film. Zum Dragon Ball Super Film. Was ziemlich geil ist. Nummer 1. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch was. Da, 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 da. Hier haben wir ein Special Pack. Ein Special Dash Pack. Zu Destroyer Kings. Hier gibt es nämlich eine Super Saiyan God Karte. Extra dazu. Und hier sind, glaube ich, vier Booster, wenn ich das richtig. Genau. A Special Set with. Four Booster Packs, a Play Manual and one Limited Promo Card. Also die Promo Card kriegst du quasi, dann kriegt man dann quasi halt nur mit dem Pack. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Dann haben wir hier. Ah. Hier haben wir. Warte, ich mach das mal ab hier. Das schöne Kreppband. Dann haben wir hier ein Dash Pack. Genau, das war das Dash. Genau, das ist das Dashpack. Hier ist eine spezielle Karte drin. Und das ist ziemlich cool. Und dann haben wir noch 5 Booster Packs zu Destroyer Kings. Das sind halt die Karten zum Film, ne? Was ich ziemlich nice finde. Blue Vegeta und so. Echt fresh, echt fresh. Kreppband alles abmachen hier. So, also haben wir 5 Booster plus ein Dashpack plus 4 Booster und Promopack und ein Starterdeck. Ziemlich nice. Vielen, 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 vielen Dank an Doreen, die das immer ermöglicht. Bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, im nächsten Teil werden wir jetzt, denke ich mal, die. Nee, wir öffnen als erstes das Pack. Das Special Pack. Das werden wir als nächstes öffnen. Als erstes. So, dann werden wir doch mal das Special Pack öffnen. Ich hoffe, ich krieg's auf, ohne es großartig kaputt zu machen. Weil ich bin ja ein Sammler und das sieht ja cool aus. Dann stelle ich mir das dahin, wo meine anderen ganzen Karten stehen. Ich muss mir echt mal so einen Ordner zulegen. Ich habe nämlich mittlerweile so viele Karten,
auch dank Gay to the Games, dass ich langsam nicht mehr weiß, wohin damit. Los, komm. Ich will dich nicht kaputt machen, geh ab, Klebeband. Ja, 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 Ehre, Ehre, Ehre. Seite 1 ist offen. Jetzt noch Seite 2. Na komm. Natürlich geht die Seite nicht so einfach auf. Ist ja logisch. Ach komm, ich hab doch hier irgendwo ein Messer. Ich hab mir doch ein Messer geholt. Wo hab ich ein Messer? Wo hab ich mein Messer? Hier ist mein Messer. Dann mache ich das vorsichtig hier kaputt, das Klebeband. Zack. Mein Messer, womit ich immer öffne. Und dann. Na komm. Ist hier auch noch ein Clip? Nee. So, jetzt. Jetzt haben wir es. Gar nicht so einfach hier immer. Hier ist halt so eine Spielmatte. Aber das habt ihr schon mal in älteren Videos von mir gesehen. Und hier haben wir die Promokarte. Super Saiyajin Gott. Ziemlich nice sieht die aus. Ist noch eine Folie drin hier. Okay. Ziemlich nice. Da unten sieht man auch. Huch, ich hab gewackelt. Promoware. So. Dann haben wir hier 4 Booster. Und ich würde sagen, wir öffnen mal einfach mal das erste. Ich würde mich so freuen, ein einziges Mal einen Secret Rare zu ziehen. Ne? Momentan spiele ich ja viel Super Dragon Ball Heroes und ziehe da ein Secret Rare nach dem anderen. Und ich würde es einfach ultra enjoyen, wenn ich hier auch endlich mal einen Secret Rare ziehen würde. Also kommen wir doch einfach mal zu Pack 1. So. Ein God Pack wäre natürlich auch nice. Hab ich auch schon einmal gehabt, das war auch ziemlich nice. So, erste Karte. Majin Buu. Brody Control Mig. Ich kenne das noch. Der Super Shenlong. Super Dragon Ball. Okay. Könnte nice sein. Muss ich mir mal dann genauer angucken. Son Gohan. Vegeta. Son Goku. Mr. Satan. Bido. Und jetzt müsste schon die vorletzte sein, glaube ich. Oh, nee, jetzt kommt die vorletzte. Das ist Broly. Unrealized Ambition. Und die letzte Karte ist. Hä? Okay, ist auch noch nicht. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Jetzt kommt die letzte Karte. Es ist. Eine Super Rare. Nice. Ultimate Absorption Majin Buu. Erstes Pack, direkt eine SR. Das ist cool. Ich habe sogar meine Folien diesmal wieder hier. Das heißt, die ganzen Holo-Karten kommen in eine Folie. Ich packe mir am besten einfach mal ein paar Folien hin hier. Und die erste wird direkt in eine Folie gepackt. Dass die halt auch alle ordentlich bleiben. So, die Karten können dann weiter. Das war das erste Pack. Kommen wir zum zweiten Pack. Hier ist Broly drauf. Vielleicht haben wir auch Broly drin. Ich glaube, hier gibt es sogar eine neue Rarität, oder? 60 Commons, 30 Uncommon, 18 Rares, 11 Super Rares, 11 Special Rares, 2 Secret Rares und 5 Destruction Rares. Also Destruction Rare wäre dann ultra nice, ne? Gucken wir mal. So. Live to fight another day. Chilai and Limu, the kind-hearted. Ist eine Leader-Karte. Okay. Dann Berry Blue. Vegeta. Beats. Rapwood Charge. Oh, Super Saiyan Gott Vegeta. Sieht halt ultra nice aus, ne? Feier ich richtig, ey. Hier am Schuh. Bulma mit der Kapuze, Alter. Beerus, Tenshin Han und eine Rare, Bojack. Kommt trotzdem in Folie. Leider keine SR,
aber eine Rare. Die packen wir hier. Die kommen beiseite. Ne, dann machen wir uns so rum. Hier kommen die SRs, hier kommen die Rares. Haben wir noch zwei Packs. Und das Pack werden wir auch noch öffnen. So, hier ist Blue Gogeta drauf. Komm. Gib uns ein Zeichen, Blue Gogeta. Gogeta, Gogeta. Komm. Ah, ich will die Karten nicht kaputt machen. Komm, geh auf. So. Paragus. Super Saiyan 2 Goa. Das Leader-Card. Sieht nice aus. Feier ich. Space Pirate Gokua. Tease. Goku. The Ultimate Option. Ey, die Super Saiyan Gottkarten sehen halt nice aus, obwohl es nicht mal eine Holo ist oder so, ne? Ist nice. Isn't that all you've got? Super Dragon Ball. Loyal Kikono. Super Saiyan Vegeta Exploding with Energy. Space Pirate Bujin. Und. Das ist ein alter Broly. Aber eine Super Rare. Broly the Supreme Berserker. Ist auf jeden Fall schon mal ein Broly. Ist schon mal ein Anfang. Ich muss nachher mal checken, wie viel die alle wert sind. So. Zweite Super Rare. Und. Wir haben noch ein Pack. Und das Dash Pack. So. Super Saiyan 3 Majin Vegeta ist drauf. Vielleicht bringt uns das ja Glück. So, das Pack ist halbwegs gut aufgegangen sogar. Wir starten mit Wings. Golden Freezer. Krillin. Farewell Love Saves the Day. Saiyan Duo Son Goku. Aether Aid. Evil Majin Buu. Veku. Full Power Kamehameha. Saiyun. Oh, das ist eine. Dings hier, ich komme gerade nicht auf den Namen. Wie heißen die? Hier ist auf jeden Fall Holo. Die kommt dann in der Folie. Oh? Four Star Ball. War nur eine Rare, aber die sieht ultra nice aus, Mann. Haben wir zwei für Folie auf jeden Fall. Ist nur eine Rare. Aber so wie die aussieht, die glitzert ja mal ultra, Mann. Krass. So, das war das letzte Pack, ja. Schade, schade. Aber wir öffnen jetzt noch das Dash Pack und gucken wir mal, was wir hier drin haben. Ach hier. Hä? Hä, die macht man die auf. Kann ich gleich zeigen. So, Papier weg. Und wir haben Paragus, The Sacrifice. Eine Promo-Ware. Nehmen wir mit. Noch eine Promo-Ware. Und ja, unser Ausbeuter. Von den ersten vier Packs haben wir haben Bojack, Paragus, Broly, dann haben wir Majin Buu, wir haben C17, Restore the Universe und den 4-Sterne-Ball. Hätte schlechter sein können, aber eine Destruction wäre natürlich noch nicer. Dann war es das von Part 1? Ich sehe schon, mein Handy blinkt. Die 10 Minuten sind fast voll. Ist auf 60 FPS gelockt. Dann Kuss an Doreen. Kuss auf Euronus. Bis zu Part 2. Ich bin raus. Peace.